merkt man sowieso nicht, oder? Nee. Entschuldige mich, wenn mir da manchmal das Wort noch nicht einfällt, aber das Gute daran ist, dass ich, wenn ich die Show jetzt wirklich auf Deutsch mache, versteht kein Mensch in meiner Band, was ich über die sage. Und da fangen wir gleich mal mit meinem Freund Richard Harvey an, da, der die Klarinette gespielt hat. You know what I said? No, genau. Richard und Nick Lenny Smith, Akkordeonist. Nachdem ich die Schule in England verlassen habe, also vor ungefähr 40 Jahren, also seit 35 Jahren machen wir Musik zusammen, wir zwei, und sind seit 35 Jahren befreundet, und es scheint, wir machen immer noch so, als würden wir Musik machen. No, they like you. It's all right, it's all right. You're safe. You're in Hamburg. So jetzt möchte ich mich ein bisschen zurück, also mal über meinen Freund Tony Scott was sagen. Vor
vielen Jahren hatte Tony mich angerufen und hat gesagt, ob ich einen Film über Submarines machen möchte. Unterseeboote heißt das auf Deutsch. Und Tony und ich haben einfach Chöre geliebt. Und wir wollten also den ganzen Film mit diesen Chören machen. Und das, unsere Produzenten und unser Studio haben sofort gesagt, Chöre, was möchtet ihr da mal mit Chören machen? Das ist doch ein Actionfilm. Und trotzdem, also zwei Wochen lang haben wir uns da rumgestritten im Studio und nichts geschrieben. Aber dann haben wir doch irgendwie, der Tony hat immer recht gehabt, haben wir also doch für Chöre geschrieben. Und wir haben also einen Film gemacht, der hieß Crimson Tide. Und ich möchte euch unseren Chor vorstellen. Crimson Tide, die ist der.